folgen. فاتبعوني يحببكم الله. Das heißt, wenn du nicht an Rasul sallallahu alaihi wasallam folgst, Allah wird dich auch nicht lieben. Allah wird dich auch nicht lieben, oder nicht? Genau so. Ich liebe den Freund von meinem Vater. Ja. Wie es mein Vater mich liebt. Das ist das, ja. Das heißt, ach, ich sag nur Mathematik. A gleich B. Oder? Und B gleich C. Das heißt, A gleich C. Oder nicht? Das ist das Sache. Das heißt, warum sind wir so? Ich sage euch nicht, dass sind wir schlecht. Nein, damit wir auch Motivation kriegen. Damit wir auch versuchen, besser zu werden. Damit wir auch also versuchen, ich mache Gedanken. Warum mache ich das nicht? Warum hat der Rasul das gesagt und mache ich nicht? Warum? Bin ich kein Mensch? Bin ich kein Muslim? Und im Koran steht, Ya ayyuhan nas. Al-Nas sind drin. Mu'minin, Muslimin, Kuffar auch, oder nicht? Warum? Weil Ya ayyuhan nas, oh, die Menschen. Aber wenn du liest, Ya ayyuhan ladhina amanu. Wer hat Allah gemeint? Wir. Oder? Hier steht nicht Kuffar. Ya ayyuhan ladhina amanu. Aber die Frage, bin ich Mu'min? Oder? Wallahi, wir hoffen, dass wir Mu'minin sind. Und das ist auch unsere Hoffnung. Warum? Es gibt Al-Islam, Wal-Iman, Wal-Ihsan. Oder? Al-Islam, Wal-Iman, Wal-Ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Du bist ein Muslim. Aber hier ist wieder eine Stufe. Wann kannst du Mu'min werden, nicht nur einfach, inshallah, ohne Taten, inshallah, mit Taten. Dann erreichst du wieder, dass du ein Gläubiger bist. Oder nicht? Und dann kommt wieder Ihsan. Al-Ihsan. An ta'wud Allah ka'annaka ta'ara. Wa in lam takun ta'ara fa'innahu yara. Al-Ihsan ist wieder ein richtiges Niveau, eine richtige Stufe. Kann jeder von uns das erreichen? Nur wenn er sagt, insha'Allah und ich schlafe? Wallahi nicht. Wallahi nicht. Insha'Allah, قُلْ لَنْ يُغَيِّرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِكُمْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِكُمْ. Das ist das, ja. Das heißt so, wie können wir ändern? Nur wenn wir auch unsere Seelen auch ändern. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ man das sah. Inshallah reicht nicht. Inshallah muss man sagen. Wenn du etwas machen willst, musst du inshallah sagen. Sonst bekommst du nichts. Suleiman alayhi salam. Hadith rawahu Muslim. Qal kanat lahu 100 zawja, 100 mar'a. Da hat 100 Frauen gehabt. Suleiman alayhi salam. Die sagen, dass Muhammad sallallahu alayhi salam hat 9 Frauen gehabt. Gehabt. Suleiman 100. Sallallahu alaihi wa sallam. Und dann hat er gesagt, Wallahi, schau mal, Wallahi, ich werde heute mit meinen Frauen alle schlafen. Und ich werde inshallah, ohne inshallah. Hat er nicht inshallah gesagt. Und hada wal haq. Er hat gesagt, ich werde mit meiner Frau etwas machen und ich kriege ein Baby von meiner Frau. Das heißt 100 Babys. Wallahi hat in einem Hadith, er hat nur eine Hälfte von einem Baby. Warum? Weil er nicht inshallah gesagt hat. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون, du willst. لكن الله هو الذي يعطي. إنه هو المعطي. حبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inshallah, jetzt Fragen. Ne? Okay, inshallah. Fangen wir mit Fragen an, inshallah. Umra Fragen. Naam. Al-Iman. نعم قل لا تؤمنوا
نعم نعم هذا هو الإيمان. نعم 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 بالجوارح أنا الإسلام الشهادة هذا هو التعريف. Das ist die Definition. Das heißt, al-Islam kann jeder Muslim werden, oder? Aber wann kannst du Gläubiger sein? Nur wenn du Taten machst. Und wann kannst du auch Muhsin sein? Wenn du Taten machst und richtig einen richtigen Kontakt mit Allah zu sein. At-Taqwa. نعم ما هي التقوى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه التقوى كلمة شاملة ein allgemeines Wort und da hat gesagt التقوى ist genau wenn du in einem in einem Ort reinkommst und dieser Ort ist voll mit Stacheln was machst du wenn Stachel gibt machst du so und so und so das heißt machst du nur guten Taten dann erreichst du auch التقوى رضي الله عنه. نعم وصدقه لا ده صحيح العمل. نعم وصدقه العمل ده صحيح طاعته. Ohne Taten werden wir kein diese Niveau von Iman erreichen. Das ist so. نعم. Schau mal. التقوى تعطي كذلك العلم. Wie At-Taqwa, wenn du auch Taqwa hast, kriegst du auch Wissen. Wer hat das gesagt? Allah Azza wa Jalla hat gesagt. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ Wenn du Taqwa hast, kriegst du auch Wissen. Subhanallah. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ Kriegst du auch Wissen. وَيُعَلِّمُكُمُ واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحان الله لا حول